In dem Video zeigen wir nochmal Teigtaschen. Und zwar, die werden frittiert und diesmal gibt es die ja ganz aus aller Herren Länder, also ganz um die Welt werden Teigtaschen frittiert und wir haben jetzt die asiatische Variante als Frühlingsrolle. Jetzt haben wir den Teig aber hier mal nicht selber gemacht, weil der ganz dünn ist. Nicht so dünn, fast wie, ja, wie ein Blatt Papier. Und das ist jetzt ein Teig ohne Ei, also der besteht nur aus Weizenmehl, ein bisschen Öl und Wasser. Und den haben wir jetzt fertig gekauft. Der wird jetzt hier gefüllt. Okay. Die Füllung haben wir ein bisschen asiatisch gewürzt. Die ist hier mit Koriander, Möhren, Hähnchen, Zwiebeln. Jetzt hatten wir noch ein bisschen Spitzkohl angebraten und der ist auch mit drin. Damit füllen wir es. Dann wird es eingeschlagen. Oben mit Wasser bepinselt. Das dient auch als Kleber, so wie bei den Ravioli ist das Ei aus dem anderen Video und dann eingerollt. Und am Ende, wenn wir eine fertige nehmen, wird es in heißem Öl ausgebacken. Geht dann relativ schnell. Hier haben wir schon die fertigen. Die schneide ich jetzt einmal an und lege die dann zu dem Salat. Aber das sind jetzt Frühlingsrollen, gebackene Teigtaschen. Jetzt ist hier unsere Chili-Soße fertig. Also die hat jetzt eine Stunde gekocht. Dann haben wir alles püriert. Und die dann war die noch ein bisschen, wenn die zu flüssig ist, kann man die noch ein bisschen einkochen. Da muss man nur aufpassen, dass es nicht zu stark ist und dass man gut rührt, weil die so einen hohen Zuckeranteil hat. So, und jetzt diese Chili-Soße geht in unserem Fall zu Frühlingsrollen und zu einem asiatischen Salat, den wir jetzt hier haben. Das ist ein bisschen auch was Frisches, also mit Limette, Erdnüssen, Möhren, Koriander, Gurken und Staudensellerie. Und säuerlich abgeschmeckt, also mit viel Limettensaft. So. Dann geht dazu Chili-Soße und jetzt haben wir hier die Frühlingsrollen. Die haben wir jetzt nur einmal schräg angeschnitten. So, und jetzt kann man je nach Geschmack, wie viel Soße man haben will, auch noch ein bisschen Soße noch oben drauf tun. Kann man aber auch extra reichen. So, also Sweet Chili-Soße, in dem Fall mit Frühlingsrollen und asiatischem Salat.